Ich sitze hier auf einem Objekt, das ich Tire Seats genannt habe. Die Geschichte dieses Objekts oder dieser Objekte ist eigentlich, dass wir in unserem Carport einen Stapel alte Reifen liegen hatten, die eigentlich noch gut waren, die aber abgelaufen waren. Und die Frage, was macht man jetzt eigentlich mit den Reifen? Und dann wird einem bewusst, dass das ja auch ein sehr wichtiger Rohstoff ist. Was viele Leute eben nicht wissen, dass das Rohkautschuk für Reifen auch heute noch hauptsächlich in Thailand gewonnen wird unter ganz erbärmlichen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, die dabei 12 bis 14 Stunden ohne jeden Schutz arbeiten. Und dass ein hoher Pestizideinsatz überhaupt notwendig ist, um dieses um den Rohkautschuk zu produzieren. Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn die Pflanzen, die diesen Rohkautschuk für uns produzieren, nicht mehr da sind, haben wir auch keine Autoreifen mehr. Ich erlebe ganz häufig in der Diskussion, wenn es um Elektroautos geht, dass die Leute dann sagen, ja, und die Gewinnung der Rohstoffe ist zu umweltschädlich und so weiter. Dabei vergessen die Leute, dass seit über 100 Jahren Reifengummi unter extrem schlechten Bedingungen hergestellt wird. Und das ist ja nicht das Einzige. Die meisten Reifen werden eben nicht recycelt. Das ist nur ein sehr kleiner Prozentsatz, der tatsächlich wieder in den Umlauf kommt als runderneute Reifen. Die allermeisten Reifen werden in Zementwerken verbrannt. Und wer schon mal gesehen hat, wie das aussieht, wenn ein Reifen verbrennt, kann sich vorstellen, was das für eine Schadstoffbelastung ist. Diese Tire Seats sind, wie gesagt, aus alten Reifen gemacht. Die Sitzfläche sind Lederreste und das Ganze ist im Prinzip eigentlich auf einer alten Spanplatte aufmontiert mit Verpackungsmaterial, was sonst normalerweise eben auch weggeworfen wird. Und man sitzt sehr gut darauf und hat sogar noch eine sehr schöne Luftfederung. Das Ganze, zu dem ganzen Ensemble gehört auch dieser Tisch mit Leichtmetallfelgen. Diese Leichtmetallfelgen, da stoßen wir dann wieder auf das Thema Aluminium. Aber die sind natürlich nicht nur aus Aluminium, da ist noch Magnesium drin und verschiedene andere Metalle. Und demzufolge ist auch ihre Herstellung extrem CO2-intensiv und energieintensiv. Und diese Leichtmetallfelgen, die hier stehen, die wurden weggeworfen, weil hier in dieser glanzgedrehten Klarlackoberfläche ein winziger Lackkrater aufgetreten ist. Und da es zu teuer ist, das Ganze wieder zu entlacken und neu zu machen, wird das Ganze dann halt eben einfach entsorgt. Und zudem kommt noch dazu, dass dann in der Regel der Lackhersteller zur Verantwortung gezogen wird. Das heißt, es werden hunderte von Tonnen dieses Klarlackes auch vernichtet, weil man nicht genau weiß, woran das liegt. Bis also so ein Rad tatsächlich auf die Straße kommt, sind ganz, ganz viele davon längst im Müll gelandet. Und das letzte Objekt hier, was ich hier habe, ist im Prinzip zusammengesetzt aus einer alten Lampe, die eigentlich mal einen Glasschirm hatte, der kaputt gegangen ist. Dieser Glasschirm ist nicht nachkaufbar, das ist sozusagen ein Einwegprodukt. Und das stand jahrelang im Keller rum, bis mir dann diese Verpackung einer Whiskyflasche in den Weg kam. Und mit 3 Bohrungen habe ich daraus dann wieder eine Lampe mit Touchschaltung gemacht.